Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Injustice 2. Von den Machern auch, die schon hinter Mortal Kombat X standen. Und ja, Leute, ich muss sagen, ich hatte richtig Bock auf dieses Spiel und ich würde jetzt einfach sagen, let's go. Das ist nur der Anfang. Brainiac hat den Planetenkern manipuliert. Krypton wird nicht mehr lange durchhalten. All deine Forschung. Kannst du denn nichts dagegen tun? Deshalb sind wir hier. Ein Raumschiff? Daran hast du gearbeitet? Dein Onkel Jor-El hat einen Planeten entdeckt, auf dem wir leben können. Weit weg von Brainiac. Es gibt genauso ein Schiff für deinen Cousin Cal. Aber Cal, er ist noch ein Baby. Und deshalb musst du ihn schützen. Vermittle ihm unsere Werte. Ich soll ihm... Was ist mit dir? Nein. Nein, ich lass dich nicht zurück. Bitte, bitte zwing mich nicht. Ich kann nicht mitkommen, aber du wirst nie allein sein. Du bist aus dem Haus L, Kara. Einem Haus der Hoffnung. Vergiss das niemals. Verliere nie die Hoffnung. Rein da! Thank you.
Die Jahre der Verbrechensbekämpfung haben mich eines gelehrt. Jeder Schurke sieht sich selbst als Held seiner Geschichte. Superman war da keine Ausnahme. Der Joker hat ihn vergiftet. Täuschte ihn, damit er seine schwangere Frau Lois tötete und die Bombe auslöste, die Metropolis zerstörte. Als Superman den Joker umbrachte, verstand ich warum. Wir alle taten das. Aber nachdem er diese Linie überschritten hatte, gab es einfach kein Zurück mehr. Er gab sich selbst und der Justice League ein neues Hauptziel. Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Koste es, was es wolle. Aber letztendlich führen ihn seine guten Absichten auf einen Pfad der Tyrannei. Und des Bösen. Und so wurde unser größter Held. Plötzlich unsere größte Bedrohung. Selbst wenn Superman die Verbrecher aus Arkham holt, sie sind die Schlimmsten. Er wird sie töten, Damian. Klingt nach Gerechtigkeit. Töten ist keine Gerechtigkeit. Superman kann das nicht erkennen. Er trauert. Er muss noch heilen. Und wer ist Gotham gewesen? Hätte der Joker mich erwischt? Deinen eigenen Sohn? Klar, dass du das sagst. Es reagiert nicht. Wir werden zur Betthöhle gebracht. Bereit zum Absprung. Cyborg. Ich tu dir nur weh, wenn ich muss. Das wirst du wohl müssen. Meine Freunde waren Metropolis Batman, Starfire, Beast Boy, tot. Wenn wir das tun, wird so etwas nie wieder geschehen. Du bist zu Recht wütend. Aber das ist kein Freibrief. Und die Justice League ist kein Todeskommando. Genau, komm her, Cyborg. Ich muss mich jetzt auch ehrlich gesagt erstmal ein bisschen an die Steuerung hier gerade gewöhnen. Ich weiß nämlich absolut nicht mehr, wie die ging. Das letzte Mal, wo ich so ein Beat im Abspiel gespielt habe, war nämlich Mortal Kombat. Also, Kombos und so müssen wir alle noch lernen, Leute. Komm her. So. Bam. Whamsy. Los, ich bin Batman. Oh. Oh, das hat wehgetan. Das hat leicht gezwiebelt. Na? Oh Mist. Oh shit. Das tut, glaube ich, nicht gut. Scheiße! Was macht er mit uns? Was zur Hölle? Hilfe! Wow. Das hat uns sau viel Leben weggemacht. Nein, ich verliere jetzt auch hier nicht. Oh, es tut so weh. Komm her, Alter. Boah. Ich werde nicht verlieren. Komm her. Bam. Sehr schön. Bam. Schön mit dem Haken hier rangezogen. So, Kollege. Das war's für dich. Rawr. Shit. Was super Aktion verfügbar. Na los, komm her. Wow. Nein, nicht das schon wieder. Alter, warum macht er das jedes Mal? Hilfe! Nicht schon wieder! Ah! Da macht mich fertig, oder? Ich hätte ein irisches Schwierigkeitsgrad nehmen sollen, Leute. Ich glaube, das wäre wirklich eine gute Entscheidung von mir gewesen. Aber das ist kein Freibrief. Und die Justice League ist kein Todeskommando. Genau. So, dann. So, jetzt mal volle Mühe hier geben. Komm her. Alter, jetzt mache ich dich fertig, ey. Bam. Nein, 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 nein. Er darf nicht
seine Spezialfähigkeit hier einsetzen. Ansonsten wird es nämlich wieder schwierig für uns. Bleibst du bei der Taktik? So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir dich, oder? Nein! Warum sage ich das noch? Ah, oh, nein, nicht schon wieder! Hilfe! Boah, wie mache ich das auch, Alter? Das muss ich noch rausfinden. Ich muss das hier auf jeden Fall mal nachlesen. Aua. Nein, nein, nein! Ey, der macht mich fertig. Nein, bitte nicht. Bam, jawohl. Du verstehst es noch nicht, aber Superman hat Unrecht. Gleiten will gelernt sein. Klar, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Dann los. Genau, dann los. Tötest zwar nicht, aber Gehirnschäden sind kein Problem. Sichere die Ladedocks. Oh, hallo. Hier, um zu helfen. Ja, um dich und Clark vor einem fürchterlichen Fehler zu bewahren. Niemand von uns wollte das. Aber der Joker lässt uns keine Wahl. Metropolis hat die Welt verändert. Nun müssen wir uns auch ändern. Aber nicht so. Eigentlich dachte ich, dass gerade du es verstehst. Na los, Wonder Woman, komm her! Wow, also die hat was drauf. Das war gerade schon eine gute Attacke von ihr. Wow. Dazu muss ich sagen, zu Wonder Woman kommt ja auch, glaube ich, dem nächsten Kinofilm. Ich weiß gerade gar nicht, ob es den schon gibt. Dazu muss ich aber so sagen, Wonder Woman ist eine, die mag ich absolut nicht. Und die ist sau stark irgendwie hier. Ich will die spielen. Also die macht jedenfalls gut Schaden. Wow. Nein, Alter. Wow. Gib deinen Fehler zu. Niemals. Komm her. Alter. Ich schlag zwar keine Frauen, aber dich muss man schlagen. Jawohl. Wow, also dieses blöde Schild. Die hat wirklich gute Attacken. Nein. Hilfe. Komm schon, steh auf. Alter, nein. Sehr schön. Schön mit dem Haken hier immer ran. Wow, 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 da wolltest du was auf uns werfen. Nein, 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 nein. Sehr schön. Oh, wir haben sogar eine Belohnung. Komm her, Wonder Woman. Lass mir die Wahrheit sagen. Wo ist er? Zellenblock C. Du darfst dich nicht von ihm abwenden. Er braucht dich. Deshalb bin ich hier. Doc, was werden die mit uns machen? Wohin gehen wir?
hier nirgendwo hin, bis mir jemand sagt, was los ist. Zurück in die Reihe. Oh, hallo Superman. Diese Insassen sind unverbesserlich. Es sind Diebe, Vergewaltiger, Mörder. Wie der Joker. So ist der Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er nimmt kein Ende. Sie zu exekutieren wird ihn beenden? Erst der Joker, jetzt das. Wo hört es auf? Wenn es kein Verbrechen mehr gibt. Wenn die Menschen ohne Angst leben können. Wir wollen doch dasselbe, Bruce. Ich wollte den Mörder meiner Eltern töten. Ich hätte es getan. Aber das wäre nicht ihr Wunsch gewesen. Und es ist auch nicht, was Lois für dich wollte. Schau mir das bloß nicht an. Eine rote Solargranate? Zur Schwächung deiner Kräfte. Du musst aufhören. Stell dich deiner Trauer, bevor es zu spät ist. Du warst es. Du solltest mein Freund sein. Und deshalb muss ich dich aufhalten. Let's go, Superman! Zeig mal, was du drauf hast. Batman vs. Superman. Komm her! Wo? Oh, Alter, was hat denn da drauf hier? Superman, komm schon! Der teilt aus, Leute. Der teilt wirklich aus. Der teilt aus! Scheiße. Oh. Alter, was geht mit dem ab? Der ist ein bisschen zu stark. Komm schon, das packen wir. Sehr schön. Hey, was habe ich hier gerade gemacht? Warum war gerade ein Schlag so grün? Komm schon, Superman. Zeig, was du drauf hast. Ich bin der gute Batman. Der kleine Bruce. Brucey Brucey. Brucey! Komm her. Boah. Oh mein Gott. Hilfe. Oh! Hä, hey, wo fliegen wir denn hin? Nein! 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 Oh mein Gott, der hat mich K.O. gemacht. Alter, also manche Gegner sind wirklich saustark. Und deshalb muss ich dich aufhalten. Also, ich muss mir auf jeden Fall bei manchen hier noch übelst gute Taktiken einfallen lassen. Also, Superman ist einer der härteren Seite hier. Ich hätte mich aufwärmen sollen davor. Okay, jetzt klappt's aber gerade ganz angenehm gegen Superman. Noch, sage ich mal, lieber noch dazu. Na toll, jetzt kann er glaube ich wieder sein Ulti oder was es auch ist machen. Ulti. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen komisch genannt, muss ich so sagen. Ey, der hängt ja hier richtig in der Ecke fest, Alter. Oh, aber es ist gut für uns. Oh nein, oh mein Gott, nicht schon wieder. Ah, mein armer Rücken, Alter. Ich bin auch nur ein armer Mann. Jetzt habe ich wieder Rückenschmerzen wegen dir. Tut mir leid, Clock. Ach, der gute Clock. Bleib weg von mir. Wen haben wir denn da? Victor Sass. Psychopath. Wie viele Frauen hast du getötet? 121.
121. Klingt für mich unverbesserlich. Robin, lass ihn gehen! Du kämpfst lieber gegen deine Freunde als gegen das echte Problem. Ich warne dich, Sohn. Sohn? Du hast mich nicht aufgezogen. Das war die Liga. Problem gelöst. Wer ist der Nächste? Verdammt, Damien! Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten. Dann bleib auf deiner Seite, Batman. Ich bin auf Supermans. Was zur Hölle? Wir müssen jetzt gegen unseren Sohn kämpfen. Okay, wenn er es so will. Ho, das war sehr schön. Aua. Was zur Hölle? Warum ist er plötzlich bei Superman auf der Seite? Boah. Also, nein. Wir lassen uns jetzt nicht von unserem Sohn besiegen, ja? Ich bin dein Vater! Komm her! Lass dich umarmen! Aua, aua, aua! Sohn! Sohnemann! Oh. Nein! Aua! Ist doch weh! Ey! Was hat denn der drauf, Alter? Für mich bist du tot. Für mich bist du tot, alles klar? Jawohl! Komm her! Boom! Boom! Steh auf! Alter, nein, 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 nein! Das tut weh! Sohn, komm her! Ah. Oh mein Gott! Du lässt dich selbst schlecht dastehen. Das bist was geht jetzt ab? Hey, was? Was zur Hölle? Was muss ich hier machen? Konflikt! Okay, egal was ich getan habe, es war gut. Sehr schön, wir haben unseren Sohn fertig gemacht. Oh yeah! Ich. Ja, Sohn. Ich wollte nicht das. Du Feigling. Wir sind im Krieg mit diesen Tieren. Glaubst du, du bist besser als er? Du lässt den Joker weiter töten. Du kanntest weder Lois, noch Jason, noch irgendwen retten. Das reicht jetzt. Wir gehen. Aber die Insassen. Nicht heute. Des Regimes sind Jahre vergangen. Superman ist hinter Gittern. Damien, mein eigener Sohn, leistet ihm Gesellschaft. Doch wir dürfen nie vergessen, wieso sie dort drin sind. Wir müssen wachsam bleiben. Ich dachte, Sie wollten die Leute beruhigen, Mr. Wayne. Nicht nur Sie bauen Gotham und Metropolis wieder auf. Aber wenn wir nicht bald einige Meinungen ändern... Haben Sie dafür nicht diese überbezahlte PR-Firma angeheuert? Es ist viel schwerer, Leute davon zu überzeugen, zurück in diese Städte zu ziehen, wenn sie Angst haben, dass sie wieder in die Luft gejagt werden. Superman kommt dort nie wieder raus. Dafür habe ich gesorgt. Aber Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, die sind immer noch da draußen und kommen offenbar ohne Strafe davon. Sie haben Brother Eye gebaut, um das Weltgeschehen im Auge zu behalten, doch die Öffentlichkeit weiß das nicht. Brother Eye muss ein Geheimnis bleiben. Was unsere Feinde nicht kennen, können sie nicht bekämpfen. Tja, dann befolgen Sie wenigstens einen der Ratschläge, für die wir den PR-Leuten so viel Geld bezahlen. Welchen denn? Seien Sie weniger Batman, dafür mehr Milliardär und Playboy. Gehen Sie auch mal tagsüber hinaus. Und lächeln Sie. Die Leute fühlen sich weitaus sicherer, wenn sie sie lächeln sehen. Hm. Das wäre dann Ihr anderer Job. Bruce, finden Sie mehr Leute, denen Sie vertrauen. Niemand kann völlig allein siegen. Nicht einmal Sie. Am Empfangsbereich muss noch jede Menge getan werden. Deiner, Oliver. Danke für euer spontanes Kommen.
Zum Glück hatten wir einen Babysitter. Mein Urgroßvater hat einst Gothams Untergrund erbaut. Aber heutzutage ist hier die Betthöhle. Und das ist Brother Eye. Wohl eher das Auge Saurons. Eine Überwachungszentrale? Mehr als das. Eine Kommunikationszentrale, die Satelliten und Server auf dem Planeten verbindet. Sie warnt vor kommenden Gefahren und hilft uns, sie einzudämmen. Zum Bedienen muss man wohl ein Genie sein. Genie würde ich mich nicht nennen, aber ich habe einen Doktortitel. Deiner Schnucki, ihr habt sicher einen langen Weg hinter euch. Eine Weltenreise, aber der Tapetenwechsel ist ganz nett. Dein Ruf hat uns überrascht, Bruce. Alles scheint doch gut zu laufen. Was ist los? Die Auflösung des Regimes schuf Lücken in der globalen Sicherheit. Wir versuchen alles, um sie zu schließen, aber wir sind zu wenige. Zu angreifbar. Harleen, zeig ihnen, was du hast. Gebonkt, Bats! Gorilla Grodd, jedermanns liebster sprechender Affe, hat sich eine Bande von Blödmännern zugelegt. Nennt sie die Society. Mein Spion in Gorilla City sagt, dass Grodd etwas Großes plant. Doch was, wo und wann, wissen wir nicht. Eines wissen wir aber. Scarecrow schickt Grodd eine fette Ladung Angstgas aus einem Versteck im Todessumpf. Sehr mückenlastig dort. Zum Glück habe ich Insektenspray. Ihr drei müsst das Gas abfangen, bevor es Grodd in die Hände fällt. Du kommst nicht mit auf die Party? Leider kann ich Gotham nicht verlassen, ohne die Öffentlichkeit zu beunruhigen. Keine Sorge, Bats. Wenn wir drei das machen, was soll schon schiefgehen? Ich weiß, ich bin der Neue. Aber vertraust du Harley wirklich? Seit der Joker tot ist, ist sie ein anderer Mensch. Größtenteils. Geht das auch schneller? Ich habe keine Lust, dass Grodd mir den Kopf abreißt, weil deine Jungs hier schlafen. Keine Angst, Deadshot. Wir sind für den Angriff morgen sicher bereit. Morgen? Frecher Affe! Dich hätte ich hier nicht erwartet. Halt sie in Bewegung. Ich sehe nach, was da los ist. Red! Hab dich ja ewig nicht gesehen. Bist du hier, um diese Hirnis zu erledigen? Guter Fang, Ivy. Red? Du kämpfst für die? Dein reizender Bruce sollte sich besser um das Grün kümmern. Stattdessen hat er den Betondschungel von Gotham und Metropolis wieder aufgebaut. Aus meiner Sicht gibt es wenig Unterschied zwischen ihm und Superman. Du hast nicht alle Zapfen am Baum, wenn du denkst, dass deine neuen Freunde sich um das Grün scheren. Grodd wird seine Versprechen halten, oder er ist mein nächstes Opfer. Oh, Red, wieso zwingst du mich, das zu tun? Zusammen. Machen wir die Jungs verrückt. Du weißt schon, genau wie früher. Wir hatten Spaß damals. Aber heute bin ich seriös geworden. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter mit der guten, bezaubernden Harley Quinn. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, lasst mir erstmal euren Ersteindruck so da. Schreibt gerne einen Kommentar, teilt euch gerne das Video, würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Und ja, Leute, haut rein und ciao.